Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es freut mich sehr, dass Sie wieder dabei sind bei Gegen den Strom. Und das Thema unserer heutigen Sendung ist Reinkarnationstherapie. Und dazu ist unser Gast heute Frau Christine Weitzels. Hallo, Frau Weitzels. Hallo, Herr Stein. Sie sind selbst Reinkarnationstherapeutin. Das ist ein Begriff, der es nicht sofort geläufig geben. Ich möchte das gerne mal klären. Was versteht man darunter? Sie arbeiten als Therapeutin, aber mit Reinkarnation. Wie läuft das? Okay, also Reinkarnationstherapie ist eigentlich die Möglichkeit, durch Hypnose in frühere Leben zu reisen. Wobei das, was man da erfährt, unter Umständen auch traumatisch sein kann. Mhm. Also wir haben nicht nur angenehme frühere Leben gehabt, wir haben auch Leben gehabt, die sicher unangenehm waren. Und meistens ist es bei der Rückführung halt auch immer so, dass nicht die angenehmen Erinnerungen uns noch was mitteilen wollen, was vielleicht noch einen Bezug hat zum heutigen Leben. Und von daher ist es halt auch sehr wichtig, dass man das psychologische oder das psychotherapeutische Hintergrundwissen hat, um da dann auch gut mit umgehen zu können. Und Reinkarnationstherapie, das ist halt immer so eine Sache, das sind zwei verschiedene Klientel, die im Prinzip zu mir kommen. Das sind einmal Leute, die sagen, ich möchte mal wissen, was ist meine Lebensaufgabe oder ich bin da und da in Urlaub gewesen. Ich habe das Gefühl, ich bin da schon mal gewesen, obwohl das nicht sein kann und zumindest nicht in diesem Leben. Oder da sind gewisse Personen, mit denen habe ich das Gefühl, da verbindet mich etwas, das ist tiefer, das muss karmisch sein. Und die erhoffen sich dann durch eine Rückführung da Aufschluss, also darüber etwas zu erfahren, dass es Aufschluss gibt, ob das tatsächlich so ist. Das ist so die normale Rückführung im Prinzip. Und dann gibt es die Reinkarnationstherapie, wo ich dann auch sage, das ist mehr, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe gewisse Störungen oder gewisse Symptome und bislang hat mir noch kein Arzt helfen können und ich habe auch schon vielleicht eine Gesprächstherapie gemacht. Und das ist so mein letzter Ausweg, um zu gucken, könnte es vielleicht was Karmisches sein, wo man dann auch die Möglichkeit hat zu gucken, zeigt sich da irgendetwas, zeigt sich da irgendeine Verbindung, Leute, die vielleicht unter Zwängen oder Phobien leiden, wo man sagt, die haben schon alles versucht, da gibt es auch nicht irgendwie ein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit, was das rechtfertigen würde, wo man dann tatsächlich sieht, aha, im früheren Leben haben die was ganz Schlimmes erfahren. Und irgendwie hat die Seele das nicht verarbeitet und leidet immer noch unter diesem Trauma und dann bringt sie das halt mit in diese Inkarnation.